Moin YouTube, liebe Messerfreunde, herzlich willkommen zu einem kleinen Video am Sonntagabend. Heute soll es mal um dieses Spyderco-Messer gehen und wie ihr sicherlich schon erkannt habt, ist es kein Spyderco-Messer, das so ausgeliefert wurde, sondern es wurde umgebaut. Und wenn ihr mehr über diesen Umbau wissen wollt, dann bleibt dran. Dieses Messer stammt wie viele andere auch vom lieben Michael, der mir einen großen Karton mit Messern aus seiner Sammlung hat zukommen lassen. Und beim Auspacken des Kartons fiel mir dieses Messer natürlich sofort auf, weil es eben diese schönen Holzschalen besitzt. Ich war mir anfangs gar nicht sicher, um welches Modell es sich handelt. Und erst auf Nachfrage bei Michael erfuhr ich, dass das hier ein Delica 4 ist. Das Delica 4 wird normalerweise mit FRN-Schalen ausgeliefert. Die sind zwar sehr praktisch, sehen aber meiner Meinung nach nicht besonders schön aus. Und da kann ich den Michael sehr gut verstehen, dass er da die Firma Cuscadi um Hilfe gebeten hat und hat sich für dieses Messer neue Schalen anfertigen lassen. Die Bokuto-Holzschalen sind sehr schön gemasert und passen sehr gut zu diesem kleinen Messer. Sie tragen auch nicht besonders auf. Die schlanke Form des Delicas bleibt so sehr gut erhalten und das Holz fasst sich auch sehr, sehr angenehm an. Sicherlich besser als die originalen FRN-Schalen. Ansonsten brauche ich euch, glaube ich, zum Delica nicht allzu viel zu sagen. Es ist schon sehr, sehr lange bei Spyderco im Programm und gehört sicherlich zu den am besten verkauften und verbreitetsten Messer von Spyderco. Ein Hinweis vielleicht noch, falls ihr selbst mal sowas vorhabt. Ich habe ja auch schon bei Cuscadi mehrere meiner Spyderco-Messer umbauen lassen. Ich rate euch dazu, an Cuscadi immer das komplette Messer zu schicken und die Schalen von Cuscadi anbringen zu lassen. Der Michael hat den Fehler gemacht, dass er nur die Schalen bestellt hat und hatte da so seine liebe Mühe, die alten Schalen abzumachen und das Messer wieder zusammenzubauen. Das lag jetzt nicht etwa daran, dass die Schalen von Cuscadi nicht passgenau waren, aber es ist manchmal doch recht tricky, so ein Backlog-Folder oder auch ein Slipjoint zu zerlegen und wieder zusammenzusetzen. Und wie mir Michael mitteilte, hat ihn das einiges an Zeit gekostet. Einen ganz kleinen Kritikpunkt hätte ich da noch, was das Delica angeht. Was mir beim Delica und auch beim größeren Endura nicht gefällt, ist dieser Spalt hier zwischen der Klingenwurzel und dem Griff. Ich verstehe nicht ganz, warum Spyderco das nicht ein bisschen anders designt hat. Sie haben ja schließlich auch Messer im Angebot, bei denen das nicht so ist. Sei es nun das kleinere Dragonfly oder auch das größere Paramilitary 2. Das habe ich nun zufällig hier. Und da kann man schon sehen, was da anders gestaltet ist. Das Ganze hängt mit dieser Fingermulde zusammen, die sich hälftig auf die Klingenwurzel und auf den Griff verteilt und somit die Möglichkeit bietet, noch einmal näher an die Schneide heranzukommen, was besonders filigrane Arbeiten erleichtert. Und ich hätte mir durchaus vorstellen können, diese Fingermulde auch hier am Delica vorzufinden und auch hier die Möglichkeit zu haben, etwas weiter vorne zu fassen. Ich an Michaels Stelle hätte den Luke von Cuscadi gebeten, die Schalen so anzupassen, dass zumindest die Klingenwurzel hier komplett abgedeckt wird. Aber abgesehen von diesem kleinen Kritikpunkt bin ich der Meinung, dass das Delica 4 ein sehr schönes EDC-taugliches Taschenmesser ist. Das soll es gewesen sein von meiner kleinen Vorstellung des Delica 4 mit den Cuscadi-Schalen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid auch das nächste Mal wieder dabei, wenn es bei mir heißt, Moin YouTube, liebe Messerfreunde. Bis dahin, tschüss!